Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute läuft alles ein bisschen anders, wie ihr schon seht, andere Location. Wir sind in Berlin, wir bereiten super viele Sachen für euch vor und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes, auch vom Content her, weil ihr danach gefragt habt. Und zwar geht es um ein Video, das viele von euch gesehen haben, viele von euch wollten hören, was ich darüber denke. Und zwar, wie ist das, mit 17 kriminell zu sein, von meinem Freund Leroy. Deswegen hier das erste Reaction-Video von Maximilian Pollux. Wir probieren es jetzt einfach mal. Die Technik ist aufgebaut, die Location stimmt. Ich bin mega nervös. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe nur die Reaktionen auf Instagram mitbekommen. Ich hatte selbst ein bisschen Bauchgrummeln, als ich es gesehen habe. Also als ich den Thumbnail gesehen habe. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Okay Leute, wir haben jetzt das Video fertig gemacht, ich habe jetzt alles gesehen und ich habe teilweise echt heftig darauf reagiert. Mir ist jetzt hier nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, ich will den 17-jährigen Marlon hier nicht bashen. Es geht hier nicht gegen ihn persönlich, das ist ein 17-jähriger Junge. Es geht mir eher um die Sache, die er verkörpert und tatsächlich darum, dass ich mich teilweise wieder drin gesehen habe. Zieht euch das Video rein und ja, bildet euch selbst eine Meinung. In Duisburg hat ihr dann eine Waffe in der Tasche. Das SEK ist jetzt bei uns reingestürmt in der Wohnung. Das heißt, du weißt jetzt schon, dass du flüchten willst? Ich weiß es auf jeden Fall schon. Im Knast wirst du kein Rapper. Ich habe Straftaten begangen, mehrere. Meine Musik. Ich will jetzt schon die ganze Zeit Pause drücken, aber ich weiß, beim Reaction-Video muss man es erstmal ein bisschen laufen lassen. Außerdem, Leroy macht sich auch gerade warm, das hier ist der Vorspann. Aber jetzt ist mein Puls schon auf 180. In Duisburg trägt jeder eine Waffe? Okay, also, let's go. Musik ist einfach meine Therapie. Und ich wollte eigentlich nur Musik machen, nur Musik. Warum sitze ich im Rollstuhl? Warum bist du zu Fuß unterwegs? Du kannst springen, du kannst laufen, du kannst rennen. Warum kann ich das nicht? Das ist ungerecht. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Aber bevor es losgeht, kommen wir jetzt zum Faktencheck. Damit ein Haftbefehl erlassen wird, muss der Beschuldigte einer Straftat dringend verdächtig sein. Außerdem muss ein Haftgrund, Flucht, Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr vorliegen. Stand vom 31. März 2020 saßen in Nordrhein-Westfalen 938 Gefangene im Jugendstrafvollzug. Das Jugendstrafrecht gilt, wenn ein Angeklagter zur Tatzeit jugendlich, also 14 bis 17 Jahre alt ist. Das war... Leute, das ist schon mal jetzt sehr interessant, dass er es gesagt hat. Ich selbst mache oft den Fehler, ich sage, das gilt bis ihr 18 seid und so, aber das, was er gerade gesagt hat, ist die korrekte Ausdrucksweise. Wenn ihr 18 seid, muss das Jugendstrafrecht schon nicht mehr greifen. Bis zu eurem 18. Geburtstag ist man verpflichtet, euch nach dem Jugendstrafrecht zu behandeln. Ab dem 18. geltet ihr als Heranwachsende. Das heißt, das Gericht kann entscheiden, ob ihr Jugendliche seid. Und ich höre immer wieder, ja, aber mein Cousin, er ist 19, ist 20, hat Jugendstrafe bekommen, ist 21, hat Jugendstrafe bekommen. Das ist möglich, das entscheidet aber der Richter. Und da kommt es auf viele Faktoren drauf an. Man guckt euch davor an und bestimmt an eurem Verhalten, das ihr bisher an den Tag gelegt habt, ob ihr schon erwachsen seid oder ob man euch noch als Jugendliche verurteilen muss. Mich hat man mit 21 zum Beispiel als Erwachsenen verurteilt, ganz klar, es war keine Frage, für Taten, die ich mit 19, 20 begangen habe. Und man hat gesagt, wenn sie durch Europa auf Flucht gehen können, dann sind sie erwachsen. Also was sie hier gesagt hat, sehr, sehr guter Einwand, denkt dran. Spaß jetzt mit dem Faktencheck. Schaut euch dieses Video definitiv bis zum Ende an, denn dort kommt die Auflösung, ob er sich letztendlich der Polizei gestellt hat oder immer noch auf der Flucht ist. Es gibt auch noch neue Infos zu diesem Fall, die habe ich jetzt auf Instagram gepostet. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und mir natürlich dort auch folgen, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier an der Stelle genug geredet. Wir gehen los und treffen Marlon. Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß dich. Alles gut bei dir? Normal, bei dir? Ja, magst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ich bin Marlon, 17 Jahre alt und komme aus Duisburg. Okay, Marlon, warum stehen wir hier bei einer Nacht-Edition von Wie ist das? Im Regen, warum sind wir heute am Start? Weil wir wegen dem Haftbefehl. Wegen dem Haftbefehl. Marlon, ich weiß wirklich noch gar nicht, das Ganze ist sehr spontan. Wir haben uns gestern erst connected, dass wir uns heute treffen. Und jetzt musst du einfach mal erzählen, was abgeht. Meine allererste Frage ist, was hat es mit diesem Haftbefehl auf sich? Ja, es hat damit auf sich, dass... ich habe Straftaten begangen, mehrere, und ich hatte eine Bewährung, eine Vorbewährung, und die wurde halt widerrufen. Und weil die widerrufen wurde, wurde halt entschieden, dass der Haftbefehl rauskommt. Also, dass ich einen Stellungsbefehl bekomme, dass ich meine Haft antreten kann, von jetzt 1 Jahr und 6 Monate. Da ich aber nicht in Haft will, wird ein Haftbefehl rausgelassen.
So, Leute, da haben wir jetzt schon mal die erste Aufklärung zu einer Sache, die mich sehr interessiert hat. Es ging mir nämlich darum, ob sich der Leroy hier mit jemandem getroffen hat, der tatsächlich aktiv einen Haftbefehl hat. Das hätte nämlich wahrscheinlich sogar schlecht ausgelegt werden können. Ich weiß nicht genau, wie das juristisch zu bewerten ist. Aber der junge Marlon hier hat noch gar keinen Haftbefehl. Das ist wichtig zu verstehen. Der junge Marlon hier hat einen Stellungsbefehl. Das heißt, der soll an einem gewissen Datum ins Gefängnis kommen. Wenn er sich dort nicht um die vereinbarte Uhrzeit meldet, nicht davor anruft, in dem Moment, wo die Zeit verstrichen ist, wird ein Haftbefehl rausgehen. So funktioniert es. Der hat also jetzt keinen Haftbefehl, der ist noch nicht auf Flucht, sondern der hat einen Stellungsbefehl. Heißt, er muss zu einem gewissen Zeitpunkt im Gefängnis ankommen. Ich selbst hatte dieses Jahr einen Klienten, den ich betreut habe, für den ich ein Mentor war im Rahmen des Sichtweisen-Mentoren-Programms, für den wir ein halbes Jahr lang wirklich alles Mögliche versucht haben, dass er seine Bewährung schafft. Dieser Stellungsbefehl hat oft mit einer Bewährung zu tun, wie es auch hier beim Marlon war. Und mein Klient hat seine Bewährung leider nicht geschafft. Es gab ein paar Bewährungsverstöße, wir haben auch versucht, mit den Richtern das zu klären, aber irgendwann war es einfach zu viel und es kam ein Stellungsbefehl. Die mir damals auf Instagram schon gefolgt sind, die können sich noch daran erinnern. Er hatte mich nämlich damals angerufen und gesagt, hey, kannst du mich hinbringen am Montag? Das heißt, ich habe ihn damals abgeholt von zu Hause, wir haben seine Sachen gepackt, wir haben darüber geredet, was er alles braucht, wie die erste Zeit im Knast laufen wird, was er tun soll, was er auf keinen Fall tun soll. Und dann sind wir zusammen nach Schifferstadt gefahren und haben ihn im Gefängnis abgegeben. Ich kann euch sagen, und das sage ich euch, und das wird der Marlon bestimmt gleich bestätigen, für einen jungen Menschen zu wissen, dass sein Leben, so wie er es kennt, jetzt endet erstmal und er, egal für wie lange, sind es 6 Monate oder ein Jahr oder 3 Jahre, in Haft gehen muss, das ist ein krasses Gefühl. Und ich erinnere mich damals, als mein Klient mir in die Augen gesehen hat und wirklich, man hat Angst gesehen. Ja, und es war kein ängstlicher Jugendlicher, aber man hat Angst. Das ist eine fremde Welt. Stellt euch mal vor, ihr reist irgendwo hin, wo ihr wisst, dass ihr nicht mehr weg könnt, wo ihr eure Familie zurücklassen müsst, wo ihr eure eigenen Sachen alle abgeben müsst. Das ist sehr, sehr schwierig und ich verstehe, wenn man da Angst bekommt. Also ich werde nicht zur Haft gehen. Ah, er wird nicht gehen. Ah. Wird die Polizei mich halt suchen. Und okay, mich halt, okay. Wenn sie mich finden, werden sie mich halt dann genau... Und die werden dich finden, weil du hast eine rote Hose und eine rote Mütze an und hast dich gerade beim Leroy gezeigt. Dann in Haft einsperren. Okay, fangen wir vorne an. Was hast du für eine Straftat begangen? Bis jetzt Körperverletzung. Also du bist jetzt eine Beschuldigung. Ja. Bis jetzt. Es gab nur eine Schubserei und dann gab es eine Aussage gegen Aussage und ich kam dafür in Urhaft. Und dann beim Richter nachher, beim Gericht, musste ich halt zugeben, dass ich es war, damit ich die Bewährung bekomme. Halt, damit ich aus dem Knast komme, weil ich hatte davor schon eine Bewährung. Okay, ich war davor schon viermal. Das hat sich dann addiert und jetzt musst du die Strafe absitzen. Ja. Du hast gerade von einer Rangelei gesprochen, wo es zu Schubsereien kam, wo einer zu Boden gegangen ist und an sich ist aber nichts passiert aus deiner Ansicht, ne? Nein. Also wir haben uns nur gegenseitig geschubst. Es ging um Geld von meinem Cousin, weil er ihm was geschuldet hat. Mhm. Wir haben uns halt nur gegenseitig geschubst und es kam halt danach zu einer Aussage, dass ich ihm mit einem Schlagring eine reingehauen hatte. Hast du einen Schlagring? Ich hatte zu der Zeit einen Schlagring und da wurde auch einer sichergestellt, aber es war halt keine... Er hatte nur 3 Tage Schmerzen. Wenn ich mit einem Schlagring jemanden eine reinhaue, dann ist der Zahn raus. Leute. Also, ich versuche es mal auseinanderzufieseln, was wir gerade gehört haben. Er hatte eine Bewährung. In der Bewährungszeit ist ein anderer Zwischenfall gewesen, wo er jemanden geschubst oder geschlagen hat. Es ist nicht ganz klar geworden, was er getan hat. Und um dann nicht in Haft zu müssen, hat er die Straftat eingeräumt, obwohl er jetzt gerade so sagt, dass es nicht so war. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ihr hört schon, dass es alles recht kompliziert ist und wahrscheinlich die Hälfte hinten und vorne nicht stimmt, weil es einfach schwer zu durchschauen ist, für ihn selbst auch mit 17 Jahren. Tatsache ist, dass diese Schuldeingeständnisse tatsächlich eine neue Haft verhindern können und gerade junge Leute dann da oft drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne hören, was der André Miegel dazu sagt, mein Freund André Miegel, Rechtsanwalt. Diese Schuldeingeständnisse werden halt dann einfach mal schnell so gemacht. Der Haftrichter sagt zum Beispiel, naja, wenn Sie es jetzt einräumen, dann können Sie heimgehen. Und die Jungs machen halt eine Menge dafür, dass sie heimgehen dürfen. Und dass es dann hintenrum sich rächen wird, weil du ja vielleicht tatsächlich unschuldig bist oder bei einer Gerichtsverhandlung die Beweise nicht ausreichen würden, das wissen die nicht. Das sehen die in dem Moment nicht. Und ich muss sagen, da arbeitet das Rechtssystem nicht ganz korrekt. Ja, ein Erwachsener hätte es an der Stelle wahrscheinlich auf eine Verhandlung ankommen lassen. Ein Jugendlicher wird auf jeden Fall sagen, ah, ich möchte raus. Okay, weiter geht's.
Okay, so, deswegen. Wozu hast du einen Schlagring? Also in Duisburg, da hat jeder eine Waffe in der Tasche. Da ist es also so. Also, okay. Da ist jeder so. Oh, ihr seht, wir kommen kaum voran. Also, ich bin regelmäßig in Duisburg, ich habe keine Waffe. So, das, was er sagt, ich glaube ihm sogar, dass er das denkt. Ich glaube nicht, dass er, wenn er jetzt 27 wäre, dann würde ich sagen, schau dir, er redet Unsinn, er postet hier, er will sich irgendwie krass machen vor der Kamera. Aber er ist 17 und ich denke, er glaubt wirklich so, ey, alle haben eine Waffe, weil viele Leute, die er kennt, eine Waffe dabei haben. Was ganz wichtig an der Stelle ist, ein Schlagring ist ein direkter Verstoß gegen das Waffengesetz. Ihr dürft keine Schlagringe haben, ihr dürft keine Butterflies haben, ihr dürft keine Einhandmesser haben. Diesen ganzen Mist dürft ihr überhaupt nicht haben. Egal, ob ihr damit eine Tat macht oder nicht, das solltet ihr überhaupt nicht haben. Wenn ihr sowas habt, schmeißt den nächsten See, weg damit. Ihr habt nicht das Recht, sowas zu besitzen. Und übrigens, in Duisburg hat nicht jeder eine Waffe. Komm schon. Neidisch auf dich. Vielleicht hast du mal eine Uhr an oder so, die denjenigen gefällt. Dann kommt es halt zum Überfall oder, weiß ich, ein Raub. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Ja. Okay. Und wie alt warst du damals? Also, wo ich das erste Mal gemacht habe? So 12, 13. Scheiße. Also, nimmst du mir nicht übel, aber ja, ich finde, ja, das ist ein heftiges Alter. Und, ja, ist die Gegend auf jeden Fall. Okay. Woran machst du das fest? Also, ist das sowas, wo du selber sagst, so, ist halt mein Leben so, ich kann eh nichts dran ändern, ist ganz geil, oder ist das sowas, wo du selber sagst, okay, ich würde lieber da rauskommen? Ja, man will da rauskommen, aber man kriegt halt nicht die Chance dazu. Es ist so, jeder möchte Geld verdienen und wenn der eine sieht, er hat halt mehr Geld als du und du hast gar kein Geld, dann musst du dir halt Geld beschaffen und das Taschengeld. So, wir haben gerade eine Kausalkette gehört. Das ist so, jeder muss, man möchte raus, man kann nicht, weil wenn ich sehe, der hat mehr Geld, dann muss ich. Was musst du? Wenn der mehr Geld hat, warum musst du mehr Geld haben als der? Ich verstehe, wo der Junge herkommt. Ich weiß, was er meint. Wir haben auch tatsächlich, und das ist mein Appell, den ich in jeder Folge immer bringe. Ihr kennt mich, ich bin so ein Moralapostel. Es ist nicht wichtig, viele Dinge materiell zu haben. Ihr braucht genug zu essen, ihr braucht genug zu trinken, ihr braucht Klamotten, die halbwegs cool sind, das ist mir schon klar. Aber ihr braucht keine schicke Uhr. Ihr braucht nicht nur, weil die Schaufenster voll mit Mist sind, irgendein Markenzeug haben. Das braucht ihr gar nicht. Das hier ist ein weißes T-Shirt und ein Ding. Ich muss meinen Gürtel aufmachen, ich halte es nicht aus. Was sagst du? Du willst auch einen Raub machen? Nein, nein, das wird hier keiner überfallen. Was man so bekommt, das reicht einfach nicht aus. Das reicht nicht. Für die Sachen, die man jetzt so regelrecht braucht. Man hat ja auch Drogen genommen. ja. Okay. Drogen kosten eine Menge Geld. Ich werde jetzt mal eine Zeit lang das Video laufen lassen, weil ich merke schon, sonst kommen wir hier nicht voran. Also, mal gucken, wie viel Drogen er so genommen hat. Achso, du bist auch noch drogenabhängig? Jetzt nicht mehr. Aktuell nicht. Jetzt, also. Ich weiß, was der nächste Satz ist. Leroy hat gefragt, du bist also auch noch drogenabhängig. Und er sagte, nein, nein, jetzt nicht mehr. Und ich garantiere euch, die nächste Antwort ist, ich habe vor einer Woche damit aufgehört. Vor einem Monat war ich auf jeden Fall noch drogenabhängig. Was hast du genommen? Ich lag falsch. Er war vor einem Monat noch drogenabhängig. Also jetzt ist er nicht mehr drogenabhängig. Na dann? Die Leute kennen vielleicht Ecstasy, Teile. Ja. Und halt Gras ab und zu mit Kollegen. Krass. Also dieses, man muss Geld auftreiben, man muss den anderen irgendwie übertrumpfen. Das kenne ich irgendwoher. Wir haben nämlich schon mal mit King Khalil, einem Rapper aus Berlin-Kreuzberg, ein Video gedreht, eine Folge Wie ist das? Und dort hat er mir Ähnliches erzählt, dass es in Kreuzberg teilweise auch so zugeht, dass du halt irgendwie dann schauen musst, wie du an Geld kommst und dass oft dann halt auch keine legalen Wege sind, die du gehen musst. Und trotzdem hat er es halt irgendwie da rausgeschafft, weißt du? Er hat es da rausgeschafft durch Musik und Musik ist nicht immer die Lösung so. Es gibt viele, viele Wege, die da rausführen. Am Ende, glaube ich, kommt es ganz auf einen selbst an und ob du daraus möchtest und wie sehr du halt darauf scheißt, auf gut Deutsch. Warum ich gerade gelacht habe, im Hintergrund ist einer vorbeigegangen mit einer Menge Plastiktüten, der so in die Kamera geschaut hat, so what? Okay. Hoffentlich hatte der keinen Haftbefehl offen. Dass da andere mehr haben als du, das ist ganz klar. Jetzt hast du mir das schon anfangs berichtet. Du stehst kurz vor einem Haftbefehl. Also du müsstest deine Haftstrafe wann antreten? In 7 Tagen. In 7 Tagen? Also heute in 7 Tagen, genau. Um 9 Uhr. Was wirst du die nächsten 7 Tage noch machen? Versuchen, so viel Geld wie möglich aufzutreiben. Damit ich die Flucht finanzieren kann, sag ich mal. Okay.
versteht nichts falsch von dem, was ich sage. Marlon ist 17. Mit 17 war ich ein Riesenholzkopf. Ich hatte nichts in der Birne mit 17. Ich habe nicht nachgedacht. Und auch gerade die Aussage wieder, okay, was willst du in den nächsten 7 Tagen noch machen, bevor du in Haft gehst? Ja, ich muss so viel Geld auftreiben, wie ich will. Wieso höre ich an der Stelle nicht so, ja, ich muss mich von meinen Lieben verabschieden. Ich muss versuchen, irgendwie nochmal jeden zu umarmen, den ich kenne, damit ich dann, wenn ich in Haft bin, ja, damit die noch was von mir haben. Ich muss so viel Geld auftreiben wie möglich, um auf Flucht zu gehen. Das tut echt weh, ey. Das heißt, du weißt jetzt schon, dass du flüchten willst? Ich weiß es auf jeden Fall schon. Okay. Aber diese Flucht, die bringt dich doch noch mehr in weitere Probleme. Es kann ja nach 10 Jahren verjährt werden, wenn ich es bis schaffe in 10 Jahren. Bam. 10 Jahre? Ja, Pause. Oh, wer hätte das gedacht? Marlon liegt falsch mit seiner juristischen Expertise. Es kann nicht, es stimmt, es verjährt nicht nach 10 Jahren. Also, Verjährung zu erklären, auch das würde ich lieber einem Rechtsanwalt überlassen. Aber ich sage euch eins, es hat nichts mit diesen 10 Jahren zu tun. Das ist so eine Zahl, die man irgendwo mal hingeworfen bekommt als Jugendlicher und dann glaubt man, es ist so. Zuallererst mal, diese 10 Jahre beziehen sich auf Taten, die man begeht, die noch nicht angezeigt sind. So, ich mache was, es gibt keine Anzeige, 10 Jahre, ich klaue jetzt was in einem Supermarkt. 10 Jahre später kann mich keiner mehr dafür anzeigen, wenn es rauskommen sollte, dass ich damals was geklaut habe. Wenn die Anzeige schon draußen ist, dann funktioniert es so nicht. Er hat ja schon einen Stellungsbefehl. Das ist also, das geht da nicht mehr darum, dass eine Tat verjährt, sondern es müsste die Anordnung der Haft verjähren. Und das funktioniert so nicht. Ja? Denkt es nicht. Wenn ihr schon eine Anzeige habt, wenn ihr schon einen Haftbefehl habt, einen Stellungsbefehl habt, funktionieren diese Verjährungsfristen nicht. Zuallererst mal werden die dann gestundet. Die ruhen dann. Die können ruhen. Jahrelang, jahrelang. Marlon, mein Freund, wenn du jetzt gehst, wirst du auch in 20 Jahren noch verhaftet werden können. Aber ich, und wieder, da erkenne ich mich wieder. Ich war, als ich mit 19 meinen Haftbefehl bekommen habe, war einer der ersten Wege, also ich wusste, der Haftbefehl ist da, die Polizei sucht. Ich bin zu meinem Anwalt. Ich bin sogar persönlich zu meinem Anwalt gefahren. Und weil ich mich gerade über ihn lustig mache mit seinem roten Trainingsanzug, ich hatte einen weißen Trainingsanzug an. Ich hatte einen weißen Trainingsanzug an, Goldketten überall, eine teure Uhr, Goldketten und ein Unterhemd. Und komm bei dem Anwalt rein, komm mit dem Taxi vorgefahren, komm an. Und ich sehe schon sein Gesicht so, was zum Teufel, wie siehst du denn aus, Mann? Wie ein Koks-Dealer aus Miami, du hast Nachbefehl. Und meine erste Frage war, wie ist es denn, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, wann kann ich denn wieder kommen? Und seine Aussage war ganz klar, nie wieder. So sieht's aus, okay? Bei mir waren es noch ein bisschen andere Taten als bei Marlon hier, aber die Aussage war ganz klar, die Verjährungsfristen gelten nicht für dich. Shit, das erinnert mich echt dran, wie ich war halt. Und es ist wirklich, ach, Marlon. Wird verjährt. Du kannst, also ich, ja. Okay. Normalerweise ist, bin ich ja immer so ein bisschen außen vor in diesem Format. In diesem Fall muss ich dir aber ganz, ganz dringend sagen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Wie-ist-das-Folge gedreht mit jemandem, der 10 Jahre im Gefängnis war. Was? Ja. 10 Jahre. Wer war das denn? Mit wem? Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, was es bedeutet, 10 Jahre im Gefängnis zu sitzen. Dieser Mann hatte mehrfachen Waffenbesitz. Dieser Mann war Anfang 20, als er in den Knast gegangen ist. Und dieser Mann hat sich auf Flucht begeben. Und er hat mir erzählt, wie 2 Jahre Flucht aussehen. Was 2 Jahre Flucht mit dir machen. Ich hatte auch schon 1 Jahr Flucht insgesamt. Ich war auch schon jetzt, ich bin jetzt das, sollte ich das 6. Mal im Gefängnis. Okay, wann? Auch hier. Marlon, du warst nie auf Flucht. Du warst auf irgendeiner Couch gesessen, irgendwo in Duisburg, wo man dich nicht gesucht hat. Das weißt du ganz genau. Und es tut mir so ein bisschen weh einfach, dass es werden diese Begriffe immer so durcheinander geschmissen. Ich war auf Flucht, ich habe einen Haftbefehl. Es stimmt ja, das ist einfach nicht. Jetzt egal, hören wir, was der Leroy sagt. Leute, ihr seht, das macht mich fertig. Kamera sagt, ich soll runterdrehen. Okay. Ich habe keinen Haftbefehl, Mann. Ich habe keinen Stellungsbefehl. Ich bin 37, okay? Ich habe nicht mal mehr einen roten Trainingsanzug. Wann bist du 18? In 8 Monaten. Ich glaube, spätestens dann ändert sich was, weil dann bist du erwachsen. Dann was wir jetzt gerade nicht gehört haben, ist, er wird 18 in 8 Monaten. Das heißt, wenn er sich stellt und in Haft geht, wird dieser Mensch, ob das, was er sagt, Hand und Fuß hat oder nicht. Das heißt, er wird seinen 18. Geburtstag in Haft verbringen.
Etwas, was wir jetzt gerade hier nicht mal eine Sekunde drauf eingegangen sind. Aber was habt ihr denn dann am 18. gemacht? War das ein wichtiger Tag für euch? Ich kenne Leute, die haben alles, das war das Wichtigste, das Größte für sie, ihren 18. Geburtstag zu haben. Und von ihm, jeder, der jetzt irgendwie sich ein bisschen lustig macht oder so, er soll seinen 18. Geburtstag in Haft verbringen. Das verlangen wir gerade von ihm. Egal, was er davor gemacht hat, das ist eine große Nummer. Ja, es ist schwierig, es ist alles schwierig. Dann gilt dieses Jugendstrafrecht nicht mehr. Lass den Jugendlichen rumlaufen, das ist was ganz anderes, als lass den Erwachsenenstraftäter rumlaufen. Ich will es dir nur kurz einmal beschreiben, was du damit machst, ist komplett deine Sache. Er hat mir beschrieben, in diesem, du kannst dir das Video gerne anschauen. Da bin ich, da ist er. Dr. Watson ist auch am Start. Voll schön. Du bist nicht mehr du, du nimmst einen anderen Namen an. Du änderst deine Klamotten, du änderst deine Frisur. Du lässt deine gesamte Familie, deine gesamten Freunde lässt du zurück. Das ist dann passé, du darfst auch keinen Kontakt aufnehmen. Sobald du Kontakt aufnimmst, war es das mit der Flucht. So, das heißt, da ziehst du einen Schlussstrich. Und diesen Schlussstrich, den ziehst du nicht einmal, den ziehst du regelmäßig. Weil du kannst dann nicht an einem Ort bleiben. Du wirst dann ausfindig gemacht und musst dich immer weiter bewegen. Überall, wo du hingehst, hast du plötzlich einen neuen Namen. Ja. Alles beginnt bei Null. Ich weiß. Und du wirst komplett auf dich alleine gestellt sein. Auf der anderen Seite verstehe ich das auch vollkommen so. Ihr könnt auch für euch überlegen. Jetzt zu wissen, in 7 Tagen gehe ich ins Gefängnis. In seinem Fall, er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass er da jetzt in dieser Situation ist, weil er sagt, hey, ich habe diese Straftat, die mir vorgeworfen wird, so in der Form nicht begangen. Ich verstehe das, dass du absolut keinen Bock hast. Ihr könnt auch mal überlegen für euch, wie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr in 7 Tagen für 1,5 Jahre ins Gefängnis gehen müsstet, würdet ihr antreten oder würdet ihr euch auf Flucht begeben? Können wir gerne drüber diskutieren. Hier haben wir 2 verschiedene Positionen. Ich sage ganz... So, ich habe euch die ähnliche Frage auch schon mal gestellt auf meinem Channel. So, ab wann lohnt sich Flucht? Die Antwort ist für jeden Menschen eine andere. Aber ab 1,5 Jahre sollte niemals die Antwort sein. Ja, wenn ihr auf Flucht geht, gebt ihr euer ganzes Leben auf, ihr lasst alles hinter euch. Der Leroy hat versucht, das jetzt gerade zu erklären, hat es ganz gut gesagt, aber in Wirklichkeit kannst du eins sagen, ihr gebt euer jetziges Leben, wird nie wieder so sein. Es kann nicht mehr so sein. Wir reden ja auch immer nur über den Täter und das mal abgesehen davon, dass er auch was gemacht hat dafür. Aber wie geht es mit den Menschen um euch herum? Die werden auch für immer, immer irgendwie diesen Leidensdruck mit euch teilen. Die Frage stellt sich nicht bei 1,5 Jahren. Geht gefälligst rein, stellt euch. Ganz klar, du machst dir mehr Probleme, wenn du dich auf Flucht begibst. Und auf der anderen Seite sagst du aber, dass das für dich der bessere Weg ist, weil du hoffst, dass du 10 Jahre auf Flucht leben kannst. Ja, weil das ist ja, der Unterschied ist ja, ich bin jetzt schon seit ich 14 bin, bin ich dauerhaft in U-Haft gelandet. Mhm. Und ich hatte sehr viele Schwierigkeiten in U-Haft, also zum Beispiel im Knast und so. Man passt sich einfach nicht an. Man geht ins Gefängnis und du bist halt der Neue. Man hat da nur Probleme einfach. Und zum Beispiel, ich war in den letzten 2 Haft, ich war, glaube ich, die letzten 2 Mal, war ich, glaube ich, 6 Monate drin in U-Haft. Und da haben die mich nur in Einzelhaft gesteckt. Also Einzelhaft heißt 23 Stunden Zelle und morgens um 6 Uhr bist du ganz alleine. Also ganz alleine gehst du auf den Hof. Und da hast du auch nichts. Du bist nach einer Zeit, dein Kopf ist auf jeden Fall durcheinander. Und dann willst du einfach nicht mehr rein. Gut. Also wir haben jetzt auch gerade gehört, dass er die letzten Male, in denen er in Haft war, ist er nicht gut klargekommen. Kann man jetzt schwer sagen, wie, wo, was, warum. Aber ja, das macht es natürlich nicht leichter, nochmal anzutreten dann. Du würdest alles tun, um dann nicht mehr reinzugehen. Verstehe ich. Du würdest alles tun, um nicht mehr reinzugehen. Wie wäre es, wenn du keinen Schlagring mitnimmst? Wie wäre es, wenn du nicht eine Schlägerei wegen dem Geldschulden von deinem Cousin machst? Ich höre das so oft, ja, ich will nicht rein. Ey, der erste Schritt ist aufzuhören, Mist zu machen. Ehrlich, langsam, Schritt für Schritt. Wie wäre es, keinen Schlagring dabei zu haben? Das ist der erste Schritt. Ich würde alles tun, nicht mehr reinzugehen. Dafür ist das Ganze ja ausgelegt, dass du dann bei deinen nächsten Aktionen drüber nachdenkst, doppelt drüber nachdenkst und klar, du fühlst dich ungerecht behandelt. Meine Frage ist jetzt, was bräuchte es, damit du in 7 Tagen dort antrittst? Was bräuchte es dafür? Es bräuchte auf jeden Fall einen guten Coup von mir. Also würde ich jetzt, von der Musik her, weißt ja schon Bescheid. Ach, so. Musik, okay. Aber jetzt mit der, wie soll ich das sagen? Würde ich es schaffen, bis in 7 Tagen noch so viel Geld zu machen, dass ich rauskomme und nicht wieder bei Null anfange, dann würde ich auf jeden Fall absitzen. So. Deswegen plane ich auch diese Sache. Gott, das wird eine lange Folge. Ey,
ein guter Coup. Also, er ist 17 und dem ist davor nicht besonders viel Cleveres eingefallen. Jetzt hat er den ganzen Druck des Staates hinter sich und jetzt wird ihm sicher kein guter Coup einfallen. Alles, was ihm jetzt einfällt, wird eine Möglichkeit, seine Haftstrafe zu verlängern. Das ist ein Fehler, den die Leute immer wieder machen. So, ja, ich habe einen Haftbefehl und dann hört es auf oder was. Wenn ihr weiter Straftaten begeht, während ihr auf Flucht seid, wird es immer mehr. Bei mir ging es um eine Sache, für die hätte ich, weiß ich nicht, 6 Jahre bekommen, zwischen 3,5 und 6 Jahren. Jugendstrafe, dann war ich über 2 Jahre auf Flucht und plötzlich war es Erwachsenenstrafe und ich habe 13 Jahre bekommen. Versteht ihr? Was er macht gerade ist, er wird nur seine Haftstrafe verändern. Ich hoffe, diese Folge geht aus mit, dass der Junge sich stellt, weil sonst ist das alles großer Mist hier. Sachen, diese Flucht. Wenn ich weiß, wenn ich, sag ich jetzt mal, ein Jahr auf Flucht bin und ich weiß, ich habe was gemacht und ich komme raus und ich werde nicht wieder dastehen, wo ich jetzt stehe, sondern am Null, weil ich werde rauskommen und werde wahrscheinlich wieder Bewährung bekommen. Weil ich habe jetzt noch 2 Sachen offen. Das SEK ist jetzt bei uns reingestürmt in der Wohnung und hat uns halt alle festgenommen wegen versuchten oder Verdacht auf Wohnungseinbruch. Okay. Und du glaubst, die Strafe kommt dann on top? Ja, zu der Strafe an sich kann ich ja nichts sagen, so, weil das halt noch so verhandelt wird, so gesehen, also noch offen ist. Und deine Sorge ist, dass das noch on top kommt? Ja. Okay. Und deshalb denkst du dir, okay, dass da ziehe ich die Reißleine jetzt, weil es mich dann ohnehin erwischen wird. Ja, also es wird so oder so noch was draufkommen. Es werden mehrere Sachen noch auf mich zukommen. Auf der Strafe heißt, ich werde in Strafhaft sitzen und dann während ich in Strafhaft sitze, werden halt noch Verhandlungen kommen. Also wie als würde ich in U-Haft sitzen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Strafe oder die Haftstrafe, die jetzt zunächst mal auf dich zukommt, der Fakt, dass du jetzt ins Gefängnis musst, der würde ohnehin früher oder später jetzt in den nächsten Monaten auf dich zukommen, sollte die zweite Verhandlung kommen. Also können wir das... Wäre ich jetzt in den Knast, dann werde ich auf jeden Fall noch eine Verhandlung bekommen. Okay, und da gehst du davon aus, dass diese mehreren, das eine davon dich auf jeden Fall als Bewährungsstraftäter ins Gefängnis bringt. Das ist eine verzwickte Situation und ich sage es dir nur mit meinem besten Wissen und Gewissen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat, der 10 Jahre abgesessen hat, der sich auf Flucht begeben hat, der viel Zeit weggelaufen ist vor genau diesem Problem, vor genau diesen Anhäufungen von vor allem, was da kommt. Er bereut das zutiefst und diese Zeit, die kriegt er nie wieder. Die schlimmste Zeit, die war nicht im Gefängnis, die schlimmste Zeit war die auf Flucht. Ich sag dir nur, wenn du irgendwas brauchst, was ich dir geben kann, damit du doch in 7 Tagen einfach diese Scheiße absitzt, die du dir selbst eingebrockt hast, dann sag's mir gerne. So, ich lass da immer mit mir reden. Wir haben eine geballte Community, fast 1 Million Menschen, da ready wären, dafür zu sorgen, dass das möglich gemacht wird. Weil wir sind absolut an dem Punkt, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. So, wenn du eindeutig sagst, das soll meine zweite Chance sein, ich setze alles auf Null, ich brauche das nicht mehr. Jetzt mal ganz im Ernst, von welchem Coup redest du? Das Problem ist, ich kam aus dem Knast, ich hatte keine Perspektive, weil die mir alles genommen haben. Also die haben mir alles genommen. Ich war draußen, ich habe meine Musik gemacht und die haben mich einfach auf dem Weg festgenommen und eingesperrt. Ach so, komplett. Okay. Und ich wusste nicht mal wofür. Musik wäre ein Ausweg für dich. Also ich bin rausgekommen aus dem Gefängnis und ich habe erstmal gesagt, ich mache nur Musik. Ja. Da waren aber noch die ganzen Auflagen, die ich hatte. Zum Beispiel, ich sollte Sozialstunden machen, dazu sollte ich mich bei der Polizei melden, dann sollte ich mir noch einen Therapieplatz suchen, damit ich keine Scheiße mehr baue. So. Ja. Aber ich habe von Anfang an gesagt, meine Musik ist einfach meine Therapie. Und ich wollte eigentlich nur Musik machen, nur Musik. Ich weiß, viele denken sich jetzt, oh, aus der Rede was. Wir müssen vom Gas gehen. Der Junge ist 17 Jahre alt. Wie wart ihr mit 17? Wenn ihr jetzt 20 seid, denkt mal zurück, 3, 4 Jahre zurück. Was für Musik habt ihr gehört? Was für Kleidung? Wenn ihr jetzt 30 seid, überlegt mal, was für Musik habt ihr mit 17 gehört? Was für Kleidung habt ihr getragen? Was für Leute habt ihr cool gefunden? In wen wart ihr verliebt, als ihr 17 wart? Bevor ihr über ihn jetzt urteilt. Und jetzt urteile ich über ihn. Nein, aber ehrlich, seine Aussage war ja im Grunde, ey, ich kam raus und dann hatte ich voll die Auflagen. Ey, die wollten voll die Sachen von mir. Ja, genau. Deswegen lassen sie dich raus, damit du diese Sachen erfüllen kannst und denen zeigen kannst, dass das dir wichtig ist. Darauf hat er keinen Bock gehabt. Musik ist seine Therapie. Nee, Therapie ist Therapie. Wenn die sagen, ihr braucht Therapie, dann ist höchstwahrscheinlich was dran. Und eine Therapie wird euch nicht schaden. Ja, die wird euch, im schlimmsten Fall bringt euch eine Therapie nichts. Aber im besten Fall wird sie euch helfen, ein neues Leben, ein besserer Mensch zu werden und euch besser zu fühlen für den Rest eures Lebens. So, wo ist das Problem? Erfüllt eure Auflagen.
Ich habe 5 Jahre lang meine Bewährungsauflagen jetzt erfüllt und es war Mist und ich habe es gehasst und es war teilweise unnötig. Aber es ist nun mal der Preis, den wir zahlen. Und davor haben wir ja was gemacht. Er hat ja was getan, genau wie ich. Deswegen, lieber Marlon, das ist keine Ausrede, dass du keine Lust hattest auf deine Auflagen. Dann wurde die Bewährung widerrufen. Und ab da musste ich wieder Scheiße bauen, um aus der Scheiße verdrüht, sag ich mal, zu kommen. Weil ich sollte den Anwalt bezahlen für die Begnadigung. Aber die Begnadigung hätte mir nichts gebracht, weil ich die Bewährung nicht mehr bekommen hätte. Ich habe selber in meinem Leben an dem Punkt gestanden, dass ich das Gefühl hatte, das ist ungerecht. Alles, was mir passiert, ist irgendwie nicht gerecht. So, warum sitze ich im Rollstuhl? Warum bist du zu Fuß unterwegs? Ja. Du kannst springen, du kannst laufen, du kannst rennen. Warum kann ich das nicht? Ist ungerecht. Wer hat das bestimmt? Habe ich das verdient? Habe ich jemandem irgendwas angetan, dass ich das, weißt du? Ja, ich weiß es. So, nein. Die Antwort ist auf jeden Fall nein. So, hab ich mir nicht verdient mit irgendwas. So, genauso ist das bei dir. Aber wenn du jetzt sagst, dass du dich davor verschließt, vor den Konsequenzen, die halt jetzt einfach unweigerlich kommen, dann machst du dein Kapitel Leben machst du halt früher zu als nötig. Ich schwör's dir. Im Knast wirst du kein Rapper. Was er gerade gemacht hat, war wundervoll. Und ich bin sehr froh, dass er das getan hat. Das Leben, ich höre es auch immer wieder mit meinen Klienten. Ja, ist mega unfair. Ja, Leute, ist mega unfair. Und was er gerade gesagt hat, war halt perfekt so, ey. Und dagegen sogar Marlon hat es halt verstanden, glaube ich. Im Knast schreibt man seine Texte. Da schreibst du gerne deine Texte, aber wenn du jetzt statt 1,5 Jahre, wenn du dann stattdessen, weil du dich auf Flucht begeben hast, doppelt so lange, dreimal so lange reingehst, dann war es das auch mit der Rapper-Karriere. Aber auf der Flucht könnte ich wenigstens, also ich habe jetzt in den 3 Monaten oder 4 Monaten, wo ich draußen war, habe ich eine Fanbase von 700 Abonnenten auf Instagram jetzt erreicht. Sohn, alle wollen hier ganz nach oben. Alle sind hier voll auf Drogen. Hatte niemals gute Noten, 9 Mal in Haft. Ich brauche einen Psychologen, Suchtberatung, Philosophen. Alles geht um gute Kunden. Augen rot, bin verschwunden. Für viele war ich nur am Boden. Gut, klang gut. Augen rot, bin verschwunden. Für viele war ich nur am Boden. Ich weiß auf jeden Fall, ich will draußen, auch auf der Flucht, will ich auf jeden Fall meine Musik weitermachen. Ich habe auch Songs schon geschrieben. Du kannst auch gar nicht online gehen. Du kannst auch gar nicht online gehen. Es gibt, bei mir in Duisburg ist das so, man hat Freunde und... Da haben wir es. Der Marlon denkt also tatsächlich, er kann in Duisburg bleiben. Sein Gedanke ist, und es zeigt wieder, wie jung er ist. Das zeigt, dass er eigentlich ein Kind ist. Er denkt, ach, ich bleibe einfach hier. Ich gehe nicht mehr dahin, wo ich wohne, aber ich bleibe einfach hier. Ich hänge hier einfach ab. Wird keiner checken. Das ist ein kindlicher Gedanke. Na? Und wir dürfen es nicht vergessen. Das ist ein Kind, das Erwachsenenprobleme hat. Ja? Überlegt mal, jeder, der jetzt erwachsen ist von meinen Zuschauern, überlegt bitte, was es bedeuten würde, wenn ihr in 7 Tagen ins Gefängnis müsstet. Egal, was ihr gemacht habt oder nicht. Sondern es geht einfach um dieses, wie ihr euch dieser Situation nähern würdet. Ihr würdet eure Handyverträge auflösen, ihr würdet versuchen, einen Nachmieter zu finden, ihr würdet schauen, dass ihr die Leasingverträge irgendwie klären könnt. Der denkt, er bleibt in Duisburg. Ich hänge einfach hier ab und so, ne? Ich brauche nicht in den Knast. Das ist ein Kind. Also die Freunde sind auf jeden Fall auf meiner Seite, meine Brüder sind auf meiner Seite und die werden mir auf jeden Fall helfen. Ich glaube, wir werden da heute nicht auf einen Punkt kommen, aber ich kann dir sagen, dass... Boom. Ich höre Sirenen. Wisst ihr, was das mit mir macht? Hier. Ja? Da ist sie wieder. Da ist sie, auf beiden Armen. Nur weil ich die Sirenen höre und mein Kopf das verknüpft mit, hey, warte mal, der hat ja bald einen Stellungsbefehl, vielleicht sind die schon hinter ihm her. Marlon zuckt nicht mal. Wenn dieses System mit ihm fertig ist, wenn wir es nicht schaffen, solche Leute jetzt irgendwie abzuholen, dann wird das aus ihnen gemacht. Ja? Jetzt zuckt er noch nicht mal. Er ist ein Kind. In spätestens einer Woche solche Geräusche dich komplett mit Adrenalin vollpumpen werden. Und das immer und immer wieder. Ich kann dir sagen, dass mir das schon erklärt wurde, dass Freunde sich ganz schnell zu Feinden bewegen und du in diesem Business, in dieser Welt, dann keine Freunde mehr so hast in der Form, dass du wirklich auf dich alleine gestellt bist. Aber wenn du diesen Weg so gehen willst, dann steht dir da keiner im Weg, du bist dein eigener Herr. Ich kann dir nur sagen, wenn du was brauchst, so meld dich. So, mein letztes Angebot an dich ist, wenn du in 7 Tagen das Ding durchziehst und dann wieder rauskommst, dann sage ich dir jetzt hier, und das Ganze ist ja dann auch belegt auf YouTube, wenn du deine
Karriere als Rapper anstreben möchtest, wenn du da in die Musik reinkommen möchtest. Ich weiß nicht mal, ob du Talent hast. Das ist mir aber auch egal. Wenn das dein Traum sein sollte, dann werde ich, was ich kann, werde ich dir als Unterstützung geben, sei es irgendwelche Kontakte, die du bisher noch nicht hast. So, da können wir uns gerne drüber unterhalten, wir können uns hinsetzen, wir können das Ganze planen. Aber das verspreche ich dir nur, wenn es in 7 Tagen dazu kommt. Jo Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall in Heinsberg angekommen, hier sieht man das. Hier sind auch Mauern. Ich habe das Angebot von Leroy angenommen, dass ich jetzt die 1,5 Jahre auf jeden Fall sitzen werde. Wenn ich Glück habe, komme ich auf 2/3 raus oder jemand kauft mich frei auf Label. Folgt mir auf Insta, kennst-du-6226. Dann könnt ihr sehen, was ich wenigstens an Musik mache. Ich habe jetzt noch ein paar Abschiedssachen hochgeladen. Und ja, gleich gehe ich hier rein. Also da. Ich telefoniere gleich noch mit Leroy und ja, haut rein. Das Ganze ging also jetzt aus. Das Letzte, was wir gesehen haben, ist, er stellt sich in Heinsberg. Was die richtige Entscheidung war. Und jetzt habe ich auch noch... jetzt habe ich auch noch was für dich, Marlon. Ich war am Anfang nicht sicher, ob ich das Format gut finde. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich das in Ordnung finde, dass du vor eine Kamera kommst mit dieser Geschichte und die Plattform bekommst. Aber jetzt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde es ganz, ganz hervorragend. Denn ab jetzt ist deine kriminelle Karriere vorbei. Jeder in Deutschland kennt jetzt dein Gesicht. Jeder weiß, wer du bist. Und du wirst nie wieder eine Schlägerei machen können, bei der keiner weiß, wer du warst. Einbrüche, Raub, man kennt dich. Es ist vorbei, willkommen in der legalen Welt. Du kannst jetzt dein neues Leben beginnen. Sobald du aus Heinsberg draußen bist, bist du ein legaler Mensch. Es ist vorbei. Ein erfolgreicher Krimineller, das sind Leute, die man nicht kennt. Nicht jemand, der damit im Fernsehen war. Mich erkennen mittlerweile Leute und so. Ich kann nie wieder irgendwie kriminell sein. Es ist vorbei, für ihn auch. Deswegen vielleicht war das sein erster Versuch. Auszusteigen. An alle Jugendlichen, die aussteigen wollen, es gibt Hilfe. Es gibt Möglichkeiten. Unter anderem unserem Verein. Wenn was ist, meldet euch. Vielleicht können wir euch irgendwie helfen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Ich muss mal gucken, wie das ist. Wir arbeiten ja auch in JVAs. Vielleicht kann man ihn mal sehen. Ich verspreche euch, alles, was er gesagt hat und so, geht in eine Richtung, die unangenehm ist. Mein Leben heute im Legalen ist 1000-mal besser, als es jemals war, als ich kriminell war. Gebt der Legalität eine Chance, gebt eurer Familie, gebt euch selbst eine Chance, ein vernünftiges Leben zu führen. Ich bin raus für heute, Mann. Es hat mir Spaß gemacht. Nächste Woche geht's wieder weiter mit Gangster, 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 Knast und Kriminelle, mit der Storyline von Maximilian Pollux. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Gebt mal Feedback und folgt auf Instagram, liked den Kanal, abonniert, drückt die Glocken. Grüße an Leroy, bis dann, ich bin raus.